In der gut besuchten Lausitzhalle fand das Eröffnungskonzert statt. Eingangs sang Fabian Schulze, der erste Preisträger des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert 2020. Die neue Lausitzer Philharmonie brachte dann Barockmusik zu Gehör, unter anderem Bachianas Brasileiras von Villa-Lobos, einem glühenden Verehrer Johann Sebastian Bachs. Als Virtuosin erwies sich danach Katarzyna Mütschka auf der Marimba, die zu Recht Hochrufe und langen Applaus des Publikums für ihren Vortrag erntete. Bis zum 1. Mai erwarten Jung und Alt weitere abwechslungsreiche Programme in zahlreichen Veranstaltungen. Zum Jubiläum gibt es auch eine Ausstellung im Foyer der Lausitzhalle, eine eindrucksvolle Schau auf die zurückliegenden Jahre des bedeutenden Musikereignisses.